Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Besonderes, denn wir haben uns in der Vergangenheit bereits Sims-Memes angesehen. Und ich dachte, man könnte das vielleicht mal wieder machen, weil das ist bestimmt irgendwie 3 Jahre her. Deswegen Letzi Fetzi. Dafür befinden wir uns natürlich hier in Reddit, weil das ist meiner Meinung nach das, wo man am ehesten Memes findet. Oh, das ist schon ein etwas älteres Meme, vor 2 Jahren. Girls just wanna have fun und Zimmers wollen halt ein Generations Pack. Pferde, Autos, Hotels. Ich weiß nicht, was genau das sein soll. Und ein Color Wheel. Das haben wir bekommen. Das haben wir mehr oder weniger bekommen. Das hier ist eine Sache, die im Raum steht. Deswegen vielleicht. My Sim whose outfits I spent 2+ hours curating und the townies. Und es ist die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Bro, ich nehme 2,5 Minuten auf und die Kamera ist durch. Also dieser Akku ist wirklich dead inside. Egal, wir können uns trotzdem weiter Memes angucken. Ja, also wir spielen so ein bisschen, dann spielen wir 12 Stunden und dann spielen wir halt 3 Monate mal nicht. Das dachte ich mir früher. Heutzutage spiele ich sehr viel regelmäßiger. Früher sah es genau so aus. Sowas hatten wir beim letzten Mal auf jeden Fall schon, weil ich weiß das noch, weil das das Thumbnail war. Nur halt ein anderes Meme-Template. Es ist auch nach 4 Jahren immer noch so, dass sie eher zum Badezimmer-Waschbecken gehen, um das Geschirr zu spülen. Are you winning, honey? Yeah, das sind wir, Leute. Stimmt, das war ja so eine Sache, dass die Leute die Werwölfe nicht mögen. Aber nachdem wir sie jetzt eine Weile im Spiel haben, muss ich sagen, ich finde, dass sie optisch echt ganz gut ins Spiel reinpassen. Am Anfang fand ich es auch ein bisschen wild. Sehr schön. Also ist natürlich ein bisschen traurig, ne? Ich mag My Wedding Stories eigentlich, aber es stimmt schon, dass es verhältnismäßig am meisten Glitches hat. Auch heutzutage noch. Auch wenn es schon deutlich besser funktioniert, aber es wäre natürlich schön, wenn es komplett funktionieren würde. Wie EA sich fühlt, nachdem sie okay und ich möchte keine kostenlosen Ohrhörer in die Ladezeitenmenüs eingefügt haben. Ja, sie sind schon cool, oder? Also ich fühl's aber. Also immer wenn ich sehe, denke ich mir so, ja. Genauso wie das mit dem Heulen. Also same einfach nur. Wenn du eine Cottage in den Wäldern machst, aber es ist in Newcrest. That's literally me. Ich platziere auch überall Pflanzen. Oh, die Leute lieben Snowy Escape. Aber ich fühl's auch. Snowy Escape ist ein wirklich gutes Pack. Ja, aber wenn die halt das Grundstück besiedeln, das du haben willst, also musst du halt vorher mal drüber nachdenken, @NPC-Sim. Hä? My First Pet Stuff habe ich auch in einem Sale gekauft, wo das so um die 5 Dollar war. Ich schwöre, ich bin auch dieser Mensch, der sich denkt, oh mein Gott, ich kann auch nichts Schlimmes zu meinen Sims sagen. Weil ich das in echt halt auch nicht machen würde. Deswegen, ich muss mal irgendwie einen bösen Sim spielen, Leute. Oh mein Gott. Ja, aber mittlerweile gibt es ja diese Funktion, dass man Computer sperren kann für jeden außer Haushalt. Und ich sag, wie es ist, diese Funktion ist das Beste, was sie jemals hätten ins Spiel implementieren können. Ist mein Besuch tatsächlich für mich da und nicht für meinen Computer? Bei mir ist es actually irgendwie ein bisschen andersrum. Ich meine, manchmal denkt man so, es ist so 100 Teile, aber ich finde, 100 Teile ist gar nicht so viel. Also ich sehe es so rum, aber ich sehe es auch andersrum. Ja, die Sims, die einfach immer nappen, ne? Ich schwöre, leg dich einfach schlafen. It's better. For both of us. Warum sollte man das tun? Oh mein Gott, das ist gemein. Können Kinder überhaupt an Feuer sterben? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass sie ertrinken können. Wenn die Sims endlich appreciaten, dass man ein geiles Haus gebaut hat. Fucking Star Wars. Vegetarier sein ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Und in die Sims so, ja, halt mein Bier. Oh mein Gott, das werde ich sein, wenn ich dann wirklich mal einen bösen Sim spielen möchte. Ich werde mir auch denken, warum? Obwohl es ja actually nicht schlimm ist, weil es ist ein Spiel. Was soll passieren? Also hier geht es ja darum, dass man so einen Sim hat, der so dann richtig krass Karriere-Typ Mensch ist und dann halt Kinder hat so. Und die andere Person macht einen Slutty-Sim und kriegt dann 100 Kinder. Aber ich bin der Meinung, man kann auch einfach beides sein. Weil ich habe die 100-Baby-Challenge abgeschlossen und habe trotzdem viele Spielstände, wo ich karriereorientiert und familienbewusst bin. Also Leute, die Sisi und Mods machen. Ich? Oh. Wenn du was baust und Leute dann von der Galerie das downloaden.
Architekt. Mein Sim ist Level 10 in der Kochenfähigkeit. Mein Sim, sobald ich die Gourmet-Kochfähigkeit ausprobiere, ich kann nicht mehr kochen. Wie geht das? Was EA denkt, wie YouTube-Sims-Videos aussehen und wie es in der Realität aussieht. Aber Chaotic-Sims-Videos sind auch großartig. Das ist auch sehr realistisch. Weiterführende Schulen sind kacke, Mann. Für die meisten zumindest. Ja, während ich jetzt Studentin bin, kann ich sagen ja. Einfach nur ja. Nein, ich habe keinen Screenshot gemacht. What the fuck? Warum? Was ist mit diesem Kind falsch gelaufen? Building real homes in The Sims. Also das ist bestimmt ein gutes Tiny House, aber wie funktional ist das? Ja, das ist schon ein bisschen besser. Das finde ich deutlich besser, ja. Oh mein Gott. Die Inspiration, I love it. Richtig nice. Okay, woher hast du diese Unterwäsche? Weil die sieht echt krass geil aus. Ich glaube, das war für heute erstmal genug. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Auch wenn die Kamera sehr schnell wieder ausging. Wie gesagt, wir kriegen da schon hin. Irgendwann Ende des Jahres oder so werde ich bestimmt mal einen neuen Akku haben. Vielleicht werde ich bis dahin hauptsächlich Shorts machen als Mittwochsvideo. We will see. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!